Der Neger stand da wie eine Salzsäule und schnupperte. Buana, hier ist irgendwo eine Katze gewesen. Ja, und richtig, da sah ich sie auch. Keinen halben Meter vor uns lag ein stark verwester Sohlengänger, vom viersädigen Schicksal an den Fahrbahnrand gespült. Doch entdeckt hatte sie zuerst mein neuer Freund Heinrich, ein baumlanger Asylant aus Somalia. Ich habe den herzensguten Eingeborenen, der in seiner Heimat als Professor nicht mehr arbeiten darf, für eine Zeit lang bei mir untergebracht. Er begleitet mich auf meinen Expeditionen durch den norddeutschen Busch als Träger und trabt lustig neben meiner Kleidler Florette. Heinrich hat mir erzählt, dass es in seiner Heimat keine Kleidlers gibt. Ja, liebe Zuhörer, wir Weißen können uns gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, zum ersten Mal eine majestätische Florette durch den Forst schnurren zu sehen. Plötzlich werde ich von einem lauten Krach aus meinen Gedanken gerissen. Alles dreht sich, kopfüber stürze ich in den Chausseegraben. Buana, das war Ituvi, der Leuchtpfahl, höre ich Heinrich über mir, und das Weiß seiner Augen starrte besorgt aus dem dunklen Gesicht. Bei uns in Somalia sagt man, Ituvi ist ein Zauberpfahl, er leuchtet nur dem, der selber leuchtet. Heinrich grinste und half mir, muckig, meine Kreidler aus dem Graben zu ziehen. Die Überlegenheit des weißen Mannes, liebe Zuhörer, lässt sich schwer vertreten, wenn man gegen Ituvis brummt. Was würde Heinrich zu Hause bei seinen Stammesgenossen erzählen? Tausende solcher Gedanken schossen mir durch den Kopf. Hongo Hongo Buana. Der schwarze Freund brach das ungemütliche Schweigen am Fahrbahnrand. Nbrumin Mokik Buana, antwortete ich mit den paar Brocken Kiswahili, die ich noch von meiner Oma kannte. Ka, sagte er und stieg auf den Sozius meiner Kreidler. Zufrieden mit der Welt brummten wir durch die Nebelschwaden des Spätnachmittags nach Hause. Es hatte sich etwas geändert in unserem Verhältnis. Schuld war Ituvi, der Leuchtpfahl. Wer weiß, vielleicht würde schon morgen Heinrich am Lenker dieser herrlichen Maschine durch den norddeutschen Busch rasen. Doch zuvor galt es noch einen weiteren Feind zu bezwingen. Am heimischen Lagerfeuer bei mir in der Königsberger Straße wartete immer noch Nsüli, der Asylantrag.